Wir spielen wieder Fantasy Car Collection, diesmal aber auf eine besondere Art und Weise, nämlich in der Techno Classica Edition. Und es ist eine wunderschöne Messe mit so vielen schönen Oldtimern, wie ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und deshalb laufen wir heute über die Messe, stellen meine ganz persönliche Fantasy Classic Car Collection zusammen. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern mit Dirk Möller, unserem Verkaufschef. Hallo Dirk. Ich werde schwach. Jetzt wird es ganz gefährlich. Ach, boah, sehr geiles Auto. Fahrbarer Daily Driver. Finde ich lecker. Schön, dass wir jetzt mal über die Messe zusammenlaufen. Haben wir noch nie gemacht. Guck mal. Und ich freue mich, dich ein bisschen dabei zu unterstützen. Die Regeln: Erstens, wir haben 10 Plätze in unserer Garage. Zweitens, wir haben unlimitiertes Budget. Wir können so viel Geld ausgeben, wie wir wollen. Und drittens, wir können danach nie wieder einen Oldtimer kaufen. Das wäre schade, aber wenn das die Regel ist. Das wird schwierig. Also, es sind viele schöne Autos da. Wir haben eine große Auswahl. Und trotzdem wird das, glaube ich, tough, dass wir einsteigen. Nummer eins, ich weiß jetzt schon, dass das richtig Ärger gibt wieder im Nachhinein, weil natürlich wieder alle sagen werden: Warum hast du das denn nicht mit drin? Warum hast du das denn nicht mit drin? Für mich gehört in eine Oldtimer Garage immer ein 111er. Tolles Fahrzeug, S-Klasse Cabrio aus den 70ern, schon ganz viel moderne Technik, super Erscheinungsbild. Wir haben jetzt hier bei Brabus Classic dieses Jahr dabei einen weißen mit blauem, finde ich, sehr schön blauem Interieur, Gold mit schwarz und hinten haben wir noch 111er braun mit Cognac und rot mit ganz hellen Pergament, glaube ich. Ja. Welchen würdest du nehmen? Schwer. Also ich finde das Rot toll, aber ich weiß nicht, ob ich es für mich haben möchte. Also ich glaube, ich würde den nehmen. Ernsthaft? Ja. Gold? Weil ich das von außen so toll finde. Aber das ist mit den Farben ja wie bei Neuwagen, da darf man ja gar nicht drüber diskutieren. Ne? Ich bleibe typisch Brabus-Style. Weiß, jetzt in dem Fall mit dunkelblau. Klassische Kombination, finde ich gut. Ich glaube, der hat auch ein dunkelblaues Dach. Ja. Was natürlich auch geschlossen super aussieht. Hier haben wir jetzt einen 8-Zylinder, also 280 E35. Absolutes Sammlerauto. Preis? 700.000 Euro. So komplett restauriert bei uns. Von den echten Cabrios mit dem großen V8-Motor wurden nur 1200 Stück gebaut, plus minus ein paar. Das ist so viel wie beim 300 SL. Ja. Das unterschätzen vielleicht manche Leute. Der ist sehr, sehr selten. Das Nummer 1, ja auch, ne? 111er. So. Weiter geht's. Cedric wird schon wieder ungeduldig. Ach. Dirk, bist du ein Fan von Italienern? Also ein Ferrari gehört natürlich auf jeden Fall da rein, das ist natürlich klar. Man könnte aber auch fast sagen, als SL-Alternative darf auch so ein BMW da rein. Ich bin ja gar nicht die BMW-Fraktion. Nee, ich bin total versautes Mercedes-Kind. Weil wenn du bei uns im Geschäft aufgewachsen bist, hast du natürlich eine Beziehung zu allem, was vom Daimler kommt. Auch wenn ich rein vom Design her da drauf schaue, muss ich sagen, finde ich, gefallen mir die alte Mercedes, 50er, 60er Jahre, insbesondere also alles nach dem Zweiten Weltkrieg, besser als die BMWs. Was haben wir denn hier? Der Ferrari 250 GT Pininfarina Serie 2 Cabrio. Der ist aber nicht günstiger, weil Dach fehlt, ne? Ja, Hardtop ist dabei. Nein, Quatsch. Ich bin ein Riesenfan von Italienern aus der Zeit und finde, wenn wir über Budget nicht nachdenken müssen, gehört ein alter Ferrari in eine Oldtimer-Sammlung. Also ich meine, es ist ein 12-Zylinder Colombo-Motor, ein Wahnsinnsmotor aus der Zeit. Ich meine, die Konkurrenten war der 300 SL Roadster, der Maserati 3500 GT Vignale Spider oder der BMW Future 7. Können wir mal reingucken? Ja, klar. Guck mal, das ist der 12-Zylinder, ne? Der sieht beim 330 genauso aus. Es ist interessant, dass ich finde beim 111er den Motor zum Beispiel spektakulärer, wenn du reinschaust. Naja, der ist ja auch. Weil er natürlich hier sitzt und sitzt tiefer drin. Also siehst ein bisschen weniger. Aber es ist bei den Italienern, bei Ferrari aus der Zeit ist das einfach so. Gut, die haben ja auch einen Sportwagen aus der Zeit. Der 111er ist ja nun kein Sportwagen gewesen in der Zeit, sondern ein repräsentatives Cabriolet. Also heißt V12, wie viel Leistung? V12, knapp 240 PS. Wie viel wurden davon gebaut? 200. Nur. So, das heißt, wenn wir beide jetzt über die Messe laufen und einfach nur, sagen wir mal, nach Farbe, Form, Scheinwerfern und allgemeiner Ästhetik aussuchen, dann kann das sein, dass wir 1 Million ausgeben. Das kann auch sein, dass wir 18 Millionen ausgeben. Ja, oder kann sein, dass du viel Geld fürs falsche Auto ausgibst. Ne? Ja. Also sehr viel Geld fürs falsche Auto. Wenn so kleine Unterschiede existent sind, da muss man wirklich wissen, was man tut. Ne? Es ist so beim California Spy, wenn wir jetzt dabei sind. Open Headlights, Covered Headlights. Ja. Open Headlights, also der Preisunterschied sind 5-6 Millionen. Nur dadurch, dass der abgedeckte Scheinwerfer. Das war wirklich der einzige Unterschied. Was kostet das Auto? Wir bieten das Auto jetzt hier an, wie steht 1.060.000 Euro. Siehst du, guck mal, Cedric, wir steigern uns. Machen wir glatt. 1 Million. Ja. Komm. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das Geschäft, 1 Million Euro. Ab auf den Counter. Bis später. Bist du ein Testarossa-Fan? Nein. Nein? Du bist kein Testarossa-Fan. Ich bin kein. Tolles Design, aber
weiß nicht. Das ist mir einfach nur Motor und ansonsten innen nix. Also ich habe vor einiger Zeit mal mit Hamid Mossadegh telefoniert. Ja, viele Grüße, lieber Hamid. Ich hatte irgendwo bei Sotheby's wurde eine wunderschöne Sammlung versteigert. Und da waren extrem coole Bilder vom schwarzen Testarossa freigestellt im Studio. Sehr, sehr sexy. Und ich rufe Hamid an. Und Hamid sagt, ja, kannst du nur nicht fahren. Ja. Also mach's. Überleg dir gut, wie viel du so ein Auto wirklich fahren willst. Wenn du ihn fahren möchtest, dann sei dir darüber bewusst, dass das ein schwieriges Thema ist. Weil das Auto wird von vorne nach hinten breiter. Es ist nicht besonders übersichtlich. Und sagen wir mal so, es gibt bequemere Autos zu fahren als Ferrari Testarossa. Aber hey, dafür kriegst du das totale Miami Vice Feeling. Ja, aber ich denke, wenn man sich in dem Baujahr bewegt, dann findet man wahrscheinlich Oldtimer-Klassik-Fahrzeuge, die besser fahren wie das. Vielleicht nicht besser aussehen. Also für mich gehört auf jeden Fall ein Elva in so einer Kollektion. Über Porsche werden wir gleich mal nachher diskutieren. Oh, guck mal, schön. Der ist was für dich hier hinten. Guck mal, gelber Testarossa. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie ganz cool. Ich bin erst rübergelaufen und dachte, okay, jetzt mache ich mal einen dummen Witz, dass der Cedric neuer Dienstwagen wird. Aber nee, ist zu cool, Cedric. Das geht nicht. Wenn du Ferrari kaufen würdest, welche Farbe würdest du nehmen? Schwarz. Schwarz? Warum? Kann sie nichts mehr falsch machen. Ich muss weg. Oh, da könnte ich schon richtig schwach. Oh, Leute, jetzt wird es ganz gefährlich. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 alte Ferrari in Reihe stehen. Ja, ich weiß, Cedric, wir haben gerade schon einen da reingepackt. Aber jetzt warte doch mal ein bisschen ab. Hallo, Oliver. So, moin, Konstantin Muschmann. Wir fangen ganz hinten an, weil das der einzige ist, der nicht aus der 250 Baureihe kommt. 365 GTS, 4,4 Liter, 12 Zylinder drin, nur 20 Stück. Von 69. Genau, ganz, ganz spannendes Auto, weil alle anderen 19 365 GTS die Chassisnummer 12 irgendetwas tragen. Und diese ist in der 11.000er Reihe drin. Kostet? 3,65 Millionen Euro. Man sieht, wenn man den Messestand wechselt, kann es auch schon mal schnell ganz gefährlich werden. Das ist wahrscheinlich das günstigste Auto in der Reihe. Was haben wir hier als nächstes stehen? Der nächste ist der 250 GTE. Das Auto war lange in Amerika und wurde da sehr, sehr gut gepflegt. Wie heißt die Farbe? Celeste. Celeste. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Ich hätte jetzt so Silber mit einem Blau. Anteil? Ja. Du siehst schon ein Projekt in so einer Farbe, glaube ich. Was kostet so ein Auto? Der ist jetzt bei 675.000. Von denen, 1, 2, 3, 4, 5, von den 5 hier, was ist dein Favorit? Das Coupé? Ja, das Coupé in dem 250 GT. Ja, dem schönen hat mich Erscheinung und Farbe super beeindruckt. Ich packe jetzt ein auf Platz 3 hier, Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso von 1961. Entschuldigung, 64. Weil ich finde das Auto einfach super stark. Können wir einen Deal machen? Gute Entscheidung. 1,5 Millionen Euro. Nein, was kostet 1,8? 1,85. 1.850.000 Euro. So, guck mal, jetzt sind wir hier draußen. Was ist das denn jetzt hier für eine Area? Das ist der private Automarkt, ja. Ah, okay, also heißt ausstellen, verkaufen, kaufen. Ja. Guck mal, ein alter Opel GT. Amerikanische Form europäisiert, ne? Guck mal, da würden wir nur 17.900 Euro aufschreiben und hätten ein Auto mehr. Aber nein, dafür geben wir jetzt keinen Garagenplatz her. Ach, guck mal, so ein Charger. So ein alter Dodge, Charger, ne? Ja, ist schon cool. Also ich relativiere das mal ein bisschen. Ich finde ihn auch cool. Super cool. Aber dafür kann man natürlich keinen Platz auch geben. Wir müssen weiter. Boah, guck dir das an, Cedric. Ich werde schwach. Ist das ein schönes Auto. Aston Martin. Bitte guck es dir an. Sensationelles Auto. Wie schön ist diese Farbe? Aston Martin DB6. Hier läufst du über die Messe und da siehst du in der ganzen Halle nichts. Auf einmal kommst, wirst du total überfallen. Einmal DB6 und einmal DB5. Super legera, ja. Einmal in einem, ich finde, tollen Mittelgrau und einmal in einem wunderschönen Weinrot. Steht dann Preis dran? 845.000 Euro. Komm, wir gucken mal, ob wir mal reinkommen. Aston Martin DB5. Ja. Der klassische Aston Martin. Ja, so. Absolut. Ich denke, ein von den ikonischen klassischen Wagen im Welt. Absolut. James Bond Auto. Ja. Eigentlich das, was Aston Martin auch image-technisch für die letzten 40, 50 Jahre getragen hat. Was ich persönlich so super schön an der DB5 finde, den Wagen sind so super zum Fahren. Der Motor,
ein 3.7 Sechszylinder, vier Liter Sechszylinder, ist wirklich schnell. Fünfganggetriebe. Ja, es ist sehr, sehr schnell. Also jeder, der einen DB5 fährt, kommt zurück und sagt, das ist wahnsinnig, wie sportlich und wie schnell das Auto ist. Das Schöne ist, mit einem DB5 kann man von Essen nach Amsterdam fahren. Ja. Macht wirklich richtig Spaß. Ja. Es sind viele klassische Wagen, die super aussehen, aber nicht so schön fahren. Und das ist mit dem DB5. Und das ist heute wichtig. Ne? Also man freut sich aufs Fahren mit dem Auto. Und weil wir eine Sammlung bauen, die auch, ein ganz wichtiges Kriterium, Daily Drivers sein sollen. Also Autos, die wirklich Schlüssel umdrehen, losfahren. Losfahren und Spaß geben. Können wir den Motor mal sehen? Dieser Wagen hat ein Upgrade gehabt. Das nennt man bei Aston Martin Vantage. Da hat er 3 Weber Carburetors und keine SU-Carburatoren. Ja. Dann ist het nog immer sneller. Man braucht das ganz ehrlich nicht, aber natürlich gibt das noch ein bisschen mehr Spaß. Ein bisschen mehr Power. Das Schöne ist, dass die ersten James Bond Films, da hat man gesagt, dass es ein DB5 war in dem Movie. Eigentlich war das ein DB4 Serie 5. Ja. Ein von den letzten Serien von der DB4. Ach. Aston Martin hat gesagt, das ist ein DB5, das war nicht so. Und das Einige, wo man das sehen kann, war die 2 Filler Caps von dem Benzin. Ja. Bei der DB4 Serie 5 war das 1 und bei der DB5 sind das 2. Auf beiden Seiten. Ah. Und was haben wir für ein Baujahr hier? Anfang 60er, ne? Das ist von 64. Ja, 64. Ja, ein von den ersten. Was ist das mit dem Logo auf dem Lenkrad? DB, ja. David Brown. David Brown war der Besitzer von Aston Martin. Darf ich mich einmal reinsetzen? Und darum heißt das auch DB2, DB4, DB5 und noch immer DB. Komm mal rein, wir müssen ein Auto kaufen, Dirk. Ich mag ja diese alten Holzlenkräder, ne? Massiv Beinfreiheit. Ja, ja, Beinfreiheit und die Pedale an der richtigen Stelle. Ja. Jetzt kommt das, was immer der Fall ist bei den alten Dingern. Du hast die großen Lenkräder und da musst du immer ein bisschen diese mit Knien auseinanderfahren und kommst dann nicht dran. Also Daily Driver geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung, weil wirklich super viel Beinfreiheit, sehr viel Platz. Ja, tolles Auto. Und wenn er dann wirklich so toll fährt, wie er meint. Das ist heute leider nicht zu überprüfen. Aber ein ich würde sagen, das machen wir so. Original Linkslenker DB5 ist super selten. Warum? Nur 20% von den DB5 sind links besteuert. Das stimmt. Gemacht. Also das ist interessant. Wir setzen uns natürlich jetzt gerade rein und gehen einfach davon aus, aber das ist natürlich eigentlich Aston Martin eine englische Marke. Da gab es ja noch keinen Weltmarkt in dem Sinne. Das heißt, die Autos wurden ja wirklich für England, Großbritannien gebaut. Ne? Was müssen wir zahlen für dieses Auto? 845.000. 845, da geht doch bestimmt mal ein bisschen was. Machen wir 820. 822. 822 für 820. Okay. Okay. 820.000 Euro. Auf geht's. Weiter. Dankeschön. Der hat Spaß gemacht. Der hat ohne Spaß dass gemacht. Wir ihn gefahren sind. Ja, tot. Ja, schön, der hat Spaß oder? Gemacht. Der ja. hat auch noch Spaß gemacht. Finde ich wirklich. Also ist von denen, die wir jetzt gesehen haben, so das Auto, wo ich dann daneben stand und drin saß und dachte, das ist cool. Guck mal, 300 SL, da sind wir doch schon. Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir einen 300 SL Flügeltürer nehmen oder ob wir einen 300 SL Wurster nehmen. Soll das Auto für die Sammlung sein oder soll das Auto zum Fahren zum sein? Zum Fahren. Dann müsste eigentlich eher beim Roadster. Ja. Der Unterschied ist, 300 SL Flügeltürer ist natürlich das ikonische Auto. Und die Leute, die gerne mit so einem Auto fahren, vielleicht auch ein bisschen ambitionierter fahren, die nehmen in der Regel das Cabriolet, weil man so ein Auto ja eh bei schönem Wetter fährt. Und der hat halt so ein bisschen den Nachteil, der wird halt sehr warm von innen, um nicht zu sagen heiß. Also der 300 SL ist als Rennwagen gebaut. Ja, absolut. Das war der Mercedes-Benz Rennwagen der 50er Jahre. Das heißt, der Fokus lag hier nicht so sehr auf dem Thema Komfort, sondern eher auf dem Thema Sport, Sportlichkeit, ambitioniertes Leistung. Rennfahren. Ja, genau. Und wenn man 300 SL an die Ampel fahren sieht, irgendwo bei einer Rallye, also nimm mal Mille Miglia, ne, und fährst auf den nächsten Stopp, was passiert immer? 100 Meter vorher gehen schon beide Türen auf und man denkt sich, jetzt wollen die irgendwie angeben. Nein, das macht ein 300 SL-Fahrer grundsätzlich, weil es in der Kiste so affenheiß wird. Ja, ja. Ich bin mir nicht, ich möchte einen Roadster. Ich will das Auto fahren. Du willst ihn fahren? Nee, nein. Leider ist dieser wunderschöne 311 Flügeltür gerade raus. Ja, guck mal, Cedric hält schon an und hält voll auf den weißen Kuntatsch drauf. Ist das eine Bitte oder ein Hinweis? Beides. Ach, bist du Fan? Die 80er-Jahre-Ikone Lamborghini Kuntatsch. Cool, nee, aber nichts für mich. Nein, Cedric, ich muss dich enttäuschen. Nein, jetzt geht's doch hier los. Montagmorgens zur allgemeinen Motivation in der Firma. Finde ich, kann man mal mit so einer Kanone ein bisschen. Aber ach, weißt du, was das Problem ist? Der hat richtig Monsterleistung,
ist auch total praktisch, aber er ist verkauft. Ja, und nicht nachhaltig. Also ich kann mir ja nicht helfen, wenn wir gerade gesagt haben, wir sind zu flach. Schon cool. Irgendwie. Das ist schon cool. Komm, wir gucken mal so ein bisschen. Das ist der perfekte Auto für das zukünftige Ferienhaus. Also gibt es den nur so mit Stoffdach? Das ist jetzt Softtop, plane Spiegel. Es gab den auch noch als in der Station Wagon-Führung. Ja. Das heißt dann halt, gut nicht mit Fenstern rein. Und dann gab es den auch noch als Karte. Ja. Das ist eine Cargo-Variante. Es ist ja deine Liste. Wenn es meine Liste wäre, würde ich dafür einen Platz opfern. Hier? Ja. Ja, nicht warum? Jetzt exakt für das Auto, aber für so ein Modell. Ja? Ich finde ihn einfach cool und kultig. Aber würdest du hinten dann laden, normale Ladefläche und ja. Oder? Ja. Also das für mich wäre das irgendwie so ein Zwei-Personen-Auto auch. Wir können ja jetzt nicht nur Coupés und Cabrios, wir müssen mal ein bisschen was anderes kaufen hier. Was kostet denn dieses Schätzelein? 82.000 Euro. Korrekt. Geht da noch was? Ja, klar, wir können 85. Ich kann Ihnen die Nullen ausmalen, hätte mein Vater immer gesagt. Genau. 75? Nee. 78? Wir hatten da wirklich sehr, sehr viel Zeit, Liebe reingesteckt. Guck mal, der ist noch nicht mal fürs Video bereit, mir hier einen Rabatt zu geben. Das ist ein guter Autohändler. 80. Okay. Machen wir so. Defender Classic, mintgrün, Baujahr 62. Vielen Dank. Übrigens, Konstantin, ja? Ich finde das toll, dass du dich auf den Defender eingelassen hast. Ja. Weil, ist das günstigste Auto in der Sammlung? Ist das günstigste Auto, okay, aber wir haben ja kein Budget in dem Sinne. Aber der ist echt cool. Das ist cool. Das ist cool, ja. Absolut cooles Auto. Ja, ich glaube, müssen wir noch mal umbauen hinten auf eine vernünftige Ladefläche. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, du hast ein Auto, wir haben heute die Möllersche Tagesempfehlung. Ja, ich habe so ein Liebling. Oh, da hast du aber recht. Das ist so ein, also es sieht erstmal total toll aus. Und es ist eigentlich ein Auto, was es gar nicht gibt. Also es ist ein 993, so der letzte Sauger. Er hat auch schon relativ moderne Technik, ist also kein alter Porsche. Und hat, ich glaube, das ist von einem G-Modell, die Tageeinheit haben die da drauf gebaut. Und dann noch in einer tollen Farbkombination. Also auf den ersten Blick sieht das stimmig aus. Ich muss sagen, Proportionen für mich passen zwischen vorne und hinten nicht ganz. Also du siehst schon, dass es eine andere Modellreihe ist. Resto-Mods von Porsche. Ja, genau. Fahrzeugen ist ja super heiß. Ja. Also wir haben über Singer viel diskutiert, ja. Die werden eben immer tiefgehender, also auf einem klassischen Porsche aufzubauen, welches Modell auch immer, gibt ein paar, die sich anbieten und dann zu sagen, ich mache da mein eigenes Modell draus, ich mache da eine Modifikation draus, die es nicht gibt, ist gar nicht so unüblich. Sehr geiles Auto, können wir auch machen, aber haben wir schon wieder einen Ferrari, der kann doch nicht sein. Guck mal, jetzt laufen wir schon wieder gegen ein Auto, wo wir alle anhalten und sagen, guck dir mal die coole Farbe an und was ist es, ein Ferrari. Guck mal, komplett. Nee. Carbon-Paket hat er, die Carbon-Räder hat er nicht, Carbon-Paket vorne, hinten hat er alles. Ja, das ist natürlich kein Oldtimer, aber guck mal, er steht auf der Techno-Klassiker und er sieht sensationell aus. Ja, und er ist fahrbar. Und wir haben keine Zeit mehr. Hallo. Die Farbe ist eine absolute Sensation, Leute. Einmal hier vorne den Motorraum aufmachen. Moment, wo kriege ich den denn vorne auf hier? Nee, ist Parkbremse. Wo geht der denn? Bin schon wieder zu doof. Jetzt, so, guck mal. Dirk, komm, wir gucken uns mal hier den Motor an. Das ist ja ein Hybrid, aber der ist, guck mal hier, Ladegerät. Aber die Batterie ist weg. Hm? Der Motor ist. Gibt's ja gar nicht. Aber dann ist das ja nochmal Aufpreis, wenn du nochmal neue Batterie kaufen musst. Machen wir jetzt. Nein, liebe Leute, der Motor ist hinten, Cedric. Guckst du mal einmal rein, sieht toll aus. Nicht, dass jetzt einer denkt, wir hätten ihn knallt. Carbonräder hat er nicht, ne, Dirk, aber nein, ist total gut. Da dürfen wir so eigentlich nicht nehmen. Die sind sowas von empfindlich, die Carbonräder. Ich habe die da, 40.000 Euro. Ach, guck mal, 1000 PS, Hybrid, Nachfolger vom LaFerrari. Was kostet der? 600 netto. Ja, normal 609. Noch? Ich habe jetzt gerade. Ja, du hast jetzt. Können wir da noch so 580? Och, hör mal auf, ich habe da keine 20.000 Euro Luft an dem Ding. 599. Das netto. 599. Ja, also, dann nehmen wir so. Und ab jetzt gibt es auf dieser Liste kein Ferrari mehr, okay? Absolut Ferrari-Verbot. Und wir haben damit irgendwie unser Sammlungskonzept über den Haufen geschmissen. Aber super geiles Auto. Und manchmal musst du auch deine Emotionen hinterherlaufen. So, da haben wir es doch. Endlich mal vernünftiges Auto. 311 Roadster in Grau mit schwarzem Verdeck. Top-Zustand. Ich mag helles Beige als Interieurfarbe für Oldtimer total gerne. Ja. Muss rein. Es kann so eine Sammlung nicht geben ohne 311. Insofern ist das hier überhaupt gar keine Diskussion. Fertig. Sag mal, was kostet das Auto? 2 Millionen wird er kosten. Fahrbarer Daily Driver. Ja, boah. Halleluja.
hast du mal so einen schönen kleinen Isetta oder so noch irgendwie. Wir sind wieder in der A1 bei der Firma Brabus. Und wir haben natürlich ein Modell, was auch auf die Liste gehört. Wir haben es gerade lange diskutiert. Pagode muss sein. Tolles, fahrbares Auto. Es muss einfach sein. Und wir haben eine dabei, die ist so sensationell. Dieses Olivgrüne mit brauner Ausstattung ist wirklich sensationell. Komplett durchrestauriert, Top-Zustand. So muss das aussehen. Guck mal, ist doch einfach geil. Das ist Nummer 8 auf unserer Liste. Ein Leben ohne Pagode ist möglich, aber vollkommen sinnlos. Ja, ich kenne das mit dem Hund, genau. Muss da drauf. Wir haben ein großes Problem, Leute. Wir haben noch keinen Porsche. Kannst du hier nicht rauslaufen ohne einen Porsche? Hier haben wir einen und der ist wirklich wunderschön. Bei den Kollegen von Axel Schütte Fine Cars. Sind wir wieder zurück? Ja, schon wieder. So, 356. Carrera 2 Cabriolet. Tolle Ausstattung, blau, tolle Farbe. Originale Farbkombination. Komplett? Ja, Raya Grau mit Leder. Heißt das Raya Grau? Ja. Kann ich auch nichts dafür. Und der Besitzer, Sie haben gerade gesagt, der ist auch ambitioniert damit gefahren. Ja. Darf ich mich mal einmal reinsetzen? Ja, klar. Richtig mit Rallye-Ausstattung. Komfortgurte. Sehr gut. Sehr gut. Ein sehr sportlicher Fahrer, der Vorbesitzer. Gut, ich würde wäre da etwas entspannter unterwegs. Was müssen wir denn für dieses Kraftfahrzeug aufgeben? 880. Oh. Uiuiui. Aber für so wenig Leistung, so viel Geld? 130, das war fast doppelt so viel wie der normale 3650. Ah, Konstantin, ja? Du siehst gut drin aus. Und weißt du, was der Vorteil ist? Wir haben heute unbegrenztes Budget. Nee, ich finde wirklich wunderschön. Ich mag die Farbkombination. Und wir haben jetzt ja auf der ganzen Messe haben wir tatsächlich nach Porsche gesucht, weil wir denen hier beide sofort sagen, das ist es. Ja. Also finaler Preis war? 880. 880, geht noch ein bisschen was? 890. Wir sind der Stammkunden. Guck mal. Kriegst du noch nicht mal einen Stammkunden oder was? Ja. 870. Machen wir so. Du hast im Kopf zusammengerechnet, wo sind wir jetzt? Ein paar Millionen. Cedric hat den totalen finanziellen Überblick und wir gehen weiter. So, Mercedes-Benz G320 CDE 7 G-Tronic Cabriolet. Das einzige G-Cabrio auf der gesamten Techno-Klassiker. Seltenes Auto. Wissen wir ja, aber man sieht es hier. Ne? 224 PS und natürlich momentan sehr, sehr begehrt. Das letzte Cabrio, was du verkauft hast, war wie teuer? Über 300. Über 300.000 Euro, was eigentlich vollkommen absurd ist. Aber es ist ein seltenes Auto, es ist sehr begehrt, gerade für Ferienregionen. Es hat eine Ästhetik, die keine andere G-Klasse hat. Es hat eine sehr gute Dachmechanik. Kurzer G, Cabrio, Viersitzer. Das ist auch gut, weil da haben wir nämlich natürlich mal einen Viersitzer mehr. Ist auch was tatsächlich das praktischste Auto ist, was wir jetzt gerade zusammengesucht haben. Für jeden Tag, für alle Fälle, für alle Zwecke. Ne? Und auf jeden Fall Wertsteigerungspotenzial. Cedric rastet aus hinter der Kamera und findet super. Wir geben 300.000 Euro aus und kaufen Auto Nummer 10. Und damit haben wir unsere Aufgabe hier auf der Techno-Klassiker erfüllt. Guck mal, wir sind jetzt wie viel? Zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen auf der Messe? Drei Stunden. Wir waren wirklich lange jetzt hier heute auf der Messe unterwegs. Ich finde es wahnsinnig schwer. Aus vielen tausend Autos die 10 für dich zu finden. Jetzt haben wir ja heute versucht, mal 10 Autos zu finden, bei denen ich tatsächlich sagen würde, die kaufe ich jetzt. Bitte sagt uns in den Kommentaren, was denn euer Favorit gewesen wäre. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal.